Welche Koalition würden Sie sich denn wünschen für die nächste Landtagswahl? Rot-Grün? Ja? Ja, ja. Also ich weiß nicht, ich bin so mit den Grundsätzen da so relativ zufrieden eigentlich. Also ich finde auf jeden Fall den Fokus, den die Grünen so setzen, so in Hinsicht halt eben auf Umweltschutz und sowas, wirklich jetzt gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Der Linke und der Grüne zusammen. Und warum? Ganz einfach, weil die meiner Meinung nach im Moment noch die sozialsten Belange der Bürger eigentlich nachgehen. Ah, ich bin ziemlich apolitisch, aber ich würde mir schon so eigentlich so große Koalitionen wie auf Bundesebene, das würde ich mir wünschen. Ich habe keinen klaren Favoriten, ist echt schwierig. Also ich kann es nicht klar sagen, dass das meine Nummer eins wäre, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht ein Teil und dann... Ein Teil, dass die Grünen mit drin sind. Die haben es bisher gut gemacht und wenn man jetzt nicht nur an Autoindustrie denkt, die unzufrieden mit der ganzen Sache sind, sind sie einfach, was Familie anbelangt und ihre Grundwerte, für mich die Partei, die ich mit drin haben möchte, einfach, genau. AfD und FDP. Also AfD und FDP? Ja. Und warum? Weil die mehr realistisch sind, sie wollen mehr für die Menschen erreichen, für die Wirtschaft. Alles bloß nicht die Grüne, sonst alles. Und warum die Grünen nicht? Also die machen ja hier die ganze Wirtschaft runter, komplett. Welche Politiker hat Sie in den letzten 5 Jahren in der Landespolitik am meisten beeindruckt? Eigentlich schon Kretschmer, ne? Aber nur weil er kein echter Grüner ist, sondern leicht bis stark schwarz angehaucht ist. Also in Baden-Württemberg, ehrlich gesagt, keiner. Keiner? Nee. Und darf ich fragen, warum nicht? Ja, die sind alle ziemlich, wie sagt man da, farblos, finde ich. Also da gibt es keine Punkte, die ich mich angesprochen fühle. Also das sind meistens so grüne Politiker, die machen so Sachen, die eigentlich völlig utopisch sind und nichts bringen, schmeißen Geld für den Blödsinn raus. Und die CDU, die verteidigt halt immer irgendwie so Großkonzerne. Also das ist aber das, mir fehlt jemand, der so ein ehrlicher und realistischer Mittelweg hat. Gut, der Kretschmann hat es top gemacht, ja. Also der hat mich positiv, ja, hätte ich ihm nicht zugetraut sogar, aber der hat mich positiv beeinflusst, ja, mit seiner Einstellung und wie er mit den ganzen Themen jetzt gerade auch in der Pandemie und so umgegangen ist, genau. Das fanden Sie gut? Ja, das fand ich gut, auch dass er Hoffnung gegeben hat. Der hat sich auch bei einem Institut und so informiert, wie Jugendliche sich damit fühlen. Also ich finde, er hat es gut gemacht. Er hat das ganze Spektrum sich angeschaut, genau. Kretschmann. Der Kretschmann? Ja. Und warum hat er Sie beeindruckt? Der ist nicht so richtig grün. Der macht sehr viel für die Wirtschaft, für die Autoindustrie, steht auch dazu, obwohl er als grüner Politiker ist. Und tut für Baden-Württemberg, glaube ich, hat er vieles Gutes getan.